Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich. Heute möchte ich meine Olivenbäume umtopfen. Es ist soweit. Also sollte man natürlich spätestens dann tun, wenn die Wurzeln schon unten aus dem Pflanztopf kommen. Aber soweit ist es, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nicht drunter gesehen, aber er ist ein bisschen zu klein geworden. So, man sagt ja dann, wenn umtopfen, ja minimal größer. Jetzt hat man ja nicht unbedingt immer, ich hoffe, die Töpfe stehen nach draußen, nicht unbedingt immer den passenden Topf, falls sie immer wieder neu kaufen. Gut, okay, kann man machen, aber meiner ist eben ja ein bisschen mehr als nur ein bisschen größer. So, also. Dazu kommt natürlich dann noch, wenn umgetopft wird, dann besteht die Möglichkeit auch noch zu schneiden. Wobei es da wirklich darauf ankommt, was will man tun, einen sogenannten Formschnitt oder einen Erhaltungsschnitt. Das ist die Frage. Also jetzt, wo er schon anfängt auszutreiben, da ist es jetzt natürlich noch nicht zu spät, aber es ist zeitig. So, und das Schneiden, das kann man auch im späten Herbst machen, Anfang Winter, wenn der Baum sozusagen tot ist. Jetzt im Frühjahr geht es natürlich auch, jetzt steht er in vollem Saft und Kraft und gibt Gas. Und wenn da geschnitten wird, dann merkt man spätestens in 3 Wochen, wie neue Triebe sich entwickeln. So, also das hinzu. Und ich habe ein ganz spezielles Rezept für Olivenerde. Also Erde für den Olivenbaum. So, das will ich euch gleich mal zeigen. So, ich habe natürlich wie fast immer alles schon mal vorbereitet. Das dauert mir alles sonst zu lange. Also ich will euch mal zeigen, was ich vorbereitet habe. Das ist unter anderem eben eine gute Gartenerde, also normale Erde mit Kompost gemischt, etwa zur Hälfte. Und dann habe ich da, das ist Mehlkalk, um es genau zu sagen. So, dann brauchen wir Gesteinsmehl, das habe ich auch hier im Eimer drin, ich hoffe, man kann das sehen. Dann habe ich hier Tonminerale gemischt, Lavagestein und ja, das war's im Grunde genommen. Und so, da bin ich wieder und das in einer Mischung von ungefähr 35% Gartenerde oder Erde, gute Pflanzerde und Kompost. Wenn ihr eigenen Kompost habt, so viel, dann ist er natürlich umso besser. Dann Kokosfasern kann man reintun, muss nicht, habe ich auch nicht drin. Dann habe ich die Tonminerale, die habe ich schon erwähnt. Und ja, den Mehlkalk, den habe ich auch gesagt. Also ihr könnt auch normalen Kalk nehmen. Aber das sind maximal so 10%. So, ja, die als Drainage, ihr wisst ja, Oliven mögen nicht zu nasse Füße und deshalb muss ein gutes Drainagematerial mit da rein. Und dafür haben wir eben die Tonminerale und Lavagestein. Ihr könnt auch nur Lavagestein reinmachen, das geht auch. Hauptsache, der Boden ist durchlässig. So, dann wird das Ganze jetzt gemischt. Da gebe ich mal hier das Drainagematerial mit rein. Ich mache mich auch mal sichtbar. Ist vielleicht besser so. Muss ja nicht inkognito hantieren. So, und dann kommt eben rein da Gesteinsmehl. Ich habe hier granuliertes
Das kann ruhig etwas mehr sein. Um die 20%. Und was ich nicht erwähnt habe, das hole ich jetzt. Ich zeige es euch. Ich habe es so weit wegstehen, deshalb habe ich jetzt vergessen. Also ganz normal Sand, also Reinsand. Das ist 0 bis 2 mm. Und das sind auch so etwa 10% davon. Und dann geht's los mit Mischen. So. So, und wenn das jetzt einmal grob gemischt ist, dann kommt jetzt noch etwas Hornspäne mit dazu. Das schon mal ganz gut aus. Ja. Riecht wunderbar. Eine richtig schöne Erde. So muss es sein. So. Also jetzt. Das Gerücht. Vorher mal den kleinen Olivenbaum. So, was sich hier schon festgesetzt hat, das ist also hier dieses Sternmoos. Das ist unwahrscheinlich, wie sich das ruckzuck im Garten verbreitet und eben natürlich auch hier in den Töpfen. Deshalb schaue ich da, dass das immer direkt wegkommt. Sonst ja, vermehrt sich, wie gesagt, ungemein stark. So, Olive sollte also moderat geschnitten werden. Nicht hau rein, ruckzuck kurz schneiden. Nein, das wäre völlig falsch. Also, schneiden kann man generell immer. Die abgestorbenen Triebe, die kann man nach wie vor, egal welche Jahreszeit es ist, abschneiden. Aber eben ein sogenannter Formschnitt, der sollte auch moderat sein, nicht zu tief zurückschneiden. Und dann könnt ihr eigentlich auch nichts falsch machen. So, jetzt wollen wir den Bäumchen mal hier aus dem Topf rausheben. Das ist ja relativ einfach. Wie man sieht, Topf ist raus. Auch da habe ich ein bisschen Tonscherben drin. Das kann man wunderbar da reinpacken, wenn man alte Töpfe hat, alte Pflanztöpfe, die vielleicht kaputt sind. Dann kann man die zusätzlich mit unten reinpacken. So. Dann gehe ich jetzt mal hin, nehme die Schere und mache die Erde ab. Ihr seht, hier ist also ziemlich viel, vielleicht kann man es erkennen, ziemlich viel Sand auch mit drin. Insofern kann da auch nichts passieren von wegen nasse Füße. Nasse Füße kriegen sie natürlich, aber sie trocknen schnell wieder. Die beiden stehen auch schon seit Mitte Januar draußen, also nicht hier drin in einem Folientunnel, sondern wirklich draußen. Rete ist auch durch und durch nass. So. Keine Angst und verletzten Feinwurzeln, das macht dem nichts. So. Man darf das eben nur nicht zu spät machen. Jetzt ist noch gerade die richtige Zeit. So, ein bisschen abschütteln hier und dann ist gut.
So, dann einen neuen Topf. Den habe ich hier schon mal. Also, ihr seht, minimal größer, ist wirklich minimal. Da passt also fast rein und ist von der Höhe her auch etwas mehr, ungefähr 2 cm. So, Drainagematerial mal vom alten Topf wieder hier rein und gibt etwas von der frischen Erde unten rein. 2-3 Hände voll und schauen wir mal, ob es passt. Oh, es passt wunderbar. So soll das sein. So, kann sogar, wenn ich genau sehe, noch ein bisschen Erde rein. Mache ich auch. Sollte also nicht tiefer gesetzt sein, als er zuvor war. So, noch eine große Handvoll Erde reingetan. So, jetzt passt das besser. Das kann man sehen. Ja. Gut. So. Und natürlich ausrichten, dass er gerade steht. So, das Ganze jetzt drumherum schön mit Erde aufgefüllt. Leicht angedrückt drumherum, damit er auch, wenn er jetzt gerade im Topf steht, beim nächsten Wind nicht wieder schief steht. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wie die meisten vielleicht auch wissen, Olive ist gar nicht so kälteempfindlich. Also, wie gesagt, die stehen schon seit Mitte Januar draußen. Zwar an der Hauswand, aber trotzdem kriegen sie Regen ab. Sie kriegen ja, die kleinen Nachtfröste mit. Also bis minus 5 Grad halten die locker aus. Allerdings, jetzt kommt die kleine Einschränkung, allerdings nicht dauerhaft. Also sollte es minus 5 Grad sein, über eine Woche lang, dann wird es gefährlich, beziehungsweise dann muss man die Olive schützen. Ich stelle ein Styropor drunter und mache einen Jutesack drum um den Topf. Und wenn es noch kälter wird, dann schütze ich zusätzlich noch den Stamm mit Jute. Und das haben sie bislang auch gut überstanden. So, so sieht das jetzt aus. Ein bisschen niedrig hier, aber ich denke mal, man kann sehen. Ich hole mal die Kamera gleich mal hier hin, damit ihr das auch mal von nahem seht. So, jetzt Augenblick. Ich komme. So, so. Ja, im Grunde genommen war es das auch schon. Ja, das nächste ist jetzt noch die größere Olive, den größeren Olivenbaum umzusetzen, umzutopfen. Und ja, das geschieht natürlich genauso wie bei dem kleinen. Ja, jetzt will ich euch noch mal zeigen, wie das ausschaut. So, ne? Ist also schön gefüllt, einen kleinen Gießrand lassen. Na? Und feucht ist die Erde, die brauche ich jetzt im Moment gar nicht zu gießen, weil es hat die Nacht geregnet und ja, bis heute Nachmittag wird es trocken bleiben und dann gibt es wieder ein bisschen Regen und deshalb brauche ich auch jetzt nicht gießen. So, das war's von mir, das war's von ihr. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ja, ich sag mal bis dahin, bye bye und tschüss.